habe ich hier vor mir Rüdiger Schima, Sänger und Moderator auch. Und ihr singt hier auf der Schlagerparty, beziehungsweise du hattest deinen Auftritt schon. Rüdiger, wie geht's dir denn jetzt nach deinem Auftritt? Also liebe Britta, es geht mir hervorragend. Es ist ein super Publikum hier gewesen. Natürlich sind das meine Fans. Ich komme ja hier aus Hilden und wohne in Hahn, aber demnächst werde ich auch hier in Hilden wohnen, natürlich. Super. Das heißt, du ziehst wieder hierher zurück? Ich ziehe wieder ins Elternhaus und da freue ich mich natürlich sehr, zusammen mit meinem Lebenspartner. Und ja, er ist natürlich auch hier, unterstützt mich natürlich in der Technik. Und die Technik war heute fantastisch und die Leute haben super mitgemacht, auch mit meinem aktuellen Titel Las Vegas. Und ich freue mich, liebe Britta, dass ihr euch Zeit nehmt, hier zu sein bei der Schlagerparty. Natürlich kommen noch andere Künstler wie Oli P. Und ich bin natürlich auch ein Kollege von dir. Ich moderiere natürlich auch die Sendung bei RTV1 in den Niederlanden. Und ich möchte auf diesem Wege ganz lieb Annico Ultrix, Karl-Heinz Deneuve und Wilhelm von der Werf grüßen. Das sind nämlich meine Herren, die hinter mir stehen, die mich powern, pushen und wie auch immer für die Sendung, Musiksendung RTV1, die Musikvideoclips. Also von Sänger, Moderator, wie bist du denn dazu gekommen, in den Niederlanden jetzt zu moderieren? Ich muss ganz ehrlich sagen, die Annico Ultrix, meine Promoterin, die hat mich vor 10 Jahren entdeckt mit einem Titel, was ich gecovert habe, wenn ein Schiff vorüberfährt. Und das hat sie im Autoradio gehört, also auch auf ihrem Sender oder ein anderer Sender war das. Und da war sie so fasziniert und hatte gesagt, also wer ist das? Und man kannte mich ja noch gar nicht in den Niederlanden. Und ja, und wenn ein Schiff vorüberfährt, ist eine Coverversion von Julio Iglesias. Wenn ein Schiff vorüberfährt, fährt mit ihm die Sehnsucht. Wenn ein Schiff vorüberfährt, reißt mein Herz zu euch. So schön, so schön. Ja, dann sag mal, was kam denn dann als erstes, Sänger oder Moderator? Es kam natürlich als kleiner Stöpsel, der erste Rüdiger Schima, also der Rüdiger. Mein Vorbild war damals Heinche, also Heinz Simon, mit dem ich auch schon auf der Bühne stand bei BRF2, bei der Verleihung der Goldenen Antenne. Und das war natürlich riesig, das war mein größter Erfolg natürlich bei BRF2. Und dann kam natürlich der Rüdiger mit einer Schallplatte, damals gab es noch Schallplatten, ich mache das ja schon 45 Jahren. Aber du brauchst Leute, die hinter einem stehen, die dich richtig pushen, so wie Helene Fischer gepusht wird und hochgebracht wurde, so wie Andrea Berg, eine ganz liebe Freundin. Und ja, ganz viele nette Kollegen habe ich und ich freue mich immer, bei solchen Konzerten zu sein, die so groß sind wie hier in der Stadthalle Hilden. Ja, also ohne die Leute hinten ran geht es überhaupt gar nicht, ne? Also, und ich meine, wenn du ja jetzt sagst, dass du auch auf vielen Bühnen warst, wo warst du denn, wo bist du denn schon überall aufgetreten? Ich meine, du hast ja auch schon mit großen Namen bist du ja schon aufgetreten. Auf welchen Bühnen standest du denn schon? Also wie ich vorhin schon erwähnt hatte, das war bei BRF2 in Belgien und dann in den Niederlanden natürlich auch in Hotels. Ich mache natürlich auch so kleine Sachen in den Niederlanden oder auch hier in Hilden und auch in Hahn. Da gibt es natürlich Wohnstifte, das ist dann so mal Frühjahr, Sommer und den Hahner Sommer mache ich natürlich auch nächstes Jahr wieder. Dieses Jahr, wir haben ja 2024, dieses Jahr mache ich auch den Hahner Sommer und da lade ich natürlich auch Gäste ein, wie dem Markus Simon und natürlich auch andere Interpreten wie Bobby Andy heute auch hier vertreten sind. Und dann hoffe ich, dass ich auch ein paar große Künstler noch dazu bekomme. Ja, und da lassen wir uns einfach mal überraschen oder ich lasse das Ganze mal dem Publikum, die sollen sich überraschen lassen. Da sind wir auf jeden Fall ganz gespannt. Und, aber ich ganz kurz noch, du hast ja erzählt auch, dass du auch auf Schiffen moderierst. Auf welchen Schiffen denn und wie kam das denn dazu? Also auf der AIDA bin ich sehr, sehr gerne. Das ist mein Lieblingsschiff. Dann natürlich Arosa Blue auf Kreuzfahrtschiffen natürlich. Und wie es dazu kommt, ist natürlich, man setzt sich mit den Leuten mit der Werft in Verbindung. Die kriegen vom Management die Unterlagen, hören sich, sehen sich das an und sagen ja oder nein, Daumen hoch oder Daumen runter, wie beim Fernsehgarten. So geht das auch, nein. Aber so ähnlich. Und ich freue mich natürlich, wenn das auch dieses Jahr klappt mit dem Fernsehgarten. Da arbeiten wir gerade dran. Und die Annico Ultrix, meine Promoterin. Und ich denke mal, ich bin mit meinem neuen Arrangeur, der Uwe und Texter, in guter Bahn. Also es läuft ganz gut jetzt mit den Kasselruther Spatzen, Klostertaler. Monika Martin produziert er und jetzt produziert er mich. Ja, mega, das hört sich ja alles echt klasse an. Und also das heißt, er produziert jetzt auch noch den Song und wann kommt er raus und wie heißt er? Also ich möchte nicht so viel verraten. Wir haben 2 Songs gemacht.
Ja, ich denke mal, diesmal sage ich nichts, weil in den Niederlanden erzähle ich der Annike immer alles, als meine Promoterin, Annike Oltrix. Aber ich lasse es noch ein bisschen geheim, aber es hat was mit Frankreich zu tun. Das kann ich sagen, es wird wahrscheinlich auch in Frankreich wird ein Videoclip entstehen, in Avignon, sage ich einfach mal so. So, das ist genug verraten. Oh, da sind wir auf jeden Fall ganz gespannt und werden auf jeden Fall schauen, was dann auch 2024 noch alles von dir kommt. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich für das kleine Interview und wünsche dir jetzt aber trotzdem noch ganz viel Spaß hier auf der Schlagerparty in der Stadthalle Hilden. Es war ein super Interview mit dir, liebe Britta, und mit dem lieben Andreas, unser Kameramann, weil ich weiß, wie schwer das ist, so eine Kamera auf der Schulter zu halten. Und ich wünsche meinem Publikum alles Gute und ich hoffe, dass wir uns auf irgendeiner großen Bühne wiedersehen und danke, dass wir gesund bleiben. Tut's ins und adios. Küsschen.